beim Thema Determinanten verzichten wir auf Beweise und konzentrieren uns eher auf Rechentechniken, die es gilt zu erlangen. Wir beginnen sofort mit Definitionen und konkreten Beispielen. Die Determinante einer quadratischen Matrix mit zwei Zeilen und zwei Spalten, die man entweder so schreibt, Determinante der Matrix, oder auch einfach so, die Elemente der Matrix werden aufgeschrieben wie in der Matrix und links und rechts werden die Klammern ersetzt durch senkrechte Striche. Dieses Symbol hier bezeichnet also die Determinante von dieser Matrix. Und um diese Determinante zu berechnen, rechnet man A11 mal A22 minus A21 mal A12. Das heißt, man berechnet das Produkt von diesen zwei Zahlen versehen mit Plus und dann noch das Produkt von diesen beiden Zahlen versehen mit einem Minus. So rechnet man also eine Determinante 2, 2. Jetzt folgt eine ganz seltsame Definition. Der Minor rundes A, I, J eines Elementes A, I, J einer quadratischen Matrix A, das ist das Produkt aus minus 1 hoch I plus J und der Determinanten, die man aus der Matrix A schließt, indem man die Zeile und die Spalte, die dieses Element A, I, J enthalten, streicht. Diese Definition versteht man erst richtig anhand eines konkreten Beispiels. Nehmen wir diese Matrix A und berechnen wir laut dieser Definition den Minor A21. Das heißt, wir rechnen den Minor von dem Element der Matrix A, das sich in Zeile 2 und in Spalte 1 befindet. Das ist diese 3 da. Der Minor von diesem Matrizenelement 2,1, das ist laut dieser seltsamen Definition minus 1 hoch I plus J, also hier hoch 2 plus 1, minus 1 hoch 2 plus 1, mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man in der Matrix A die Zeile sowie auch die Spalte streicht, in denen dieses Element 2,1 sich befindet. Wir streichen also die zweite Zeile, so, und wir streichen auch die erste Spalte, so. Wir streichen also Zeile und Spalte, in denen dieses Element 2,1 sich befindet. Dann bleibt hier 0, 1, 5, minus 1. Das heißt, dann kann man daraus diese Determinante schließen und diese berechnen. 0 mal minus 1, minus 5 mal 1. Dieses Produkt ergibt 5. Also ist der Minor von dieser 3 diese Zahl 5. Man bemerke hier schon, der Minor einer Zahl hängt gar nicht von der Zahl selbst ab, sondern nur von ihrer Position in der Matrix. Nehmen wir das mal wieder weg und schauen mal Minor des Elements 3,3. Das ist diese Zahl, minus 1. Aber um den Minor zu berechnen, brauchen wir nicht minus 1 selbst, sondern nur den Platz. Diese Zahl befindet sich in der dritten Zeile und in der dritten Spalte. Um also den Minor zu berechnen, berechnen wir minus 1 hoch 3 plus 3, schreiben wir das schon mal hin, so, mal die Determinante, die übrig bleibt, wenn man die Zeile sowie auch die Spalte, in denen dieses Element sich befindet, streicht. So bleibt diese kleine Determinante 2, 0, 3, 4 übrig, so, und jetzt brauchen wir nur dieses Produkt zu rechnen. Diese Determinante, das macht 8 minus 0, also 8, mal 1. Der Minor von diesem Element, das ist 8. Und was machen wir jetzt mit solchen Minoren? Mit solchen Minoren definieren wir die Determinante einer beliebigen quadratischen Matrix
ganz egal wie viele Zeilen und Spalten sie enthält, die Determinante einer quadratischen Matrix, das ist die Summe der Produkte der Elemente einer Reihe, das heißt einer Zeile oder einer Spalte, und ihrer Minore. Wieder so eine seltsame Definition. Schauen wir wieder in einem konkreten Beispiel und dann werden wir diese Definition besser verstehen. Wir haben hier eine quadratische Matrix 3,3. Um die Determinante solch einer quadratischen Matrix zu berechnen, soll man, wie da angegeben, vorgehen. Zuerst schreiben wir die Determinante dieser Matrix mit den zwei senkrechten Strichen, also Vorsicht, das hier ist eine Zahlentabelle, das ist eine Matrix. Wogegen das hier mit den zwei senkrechten Strichen, das ist keine Tabelle mehr, denn die Antwort davon, das ist eine Zahl. Wir wenden jetzt mal diese Definition an mit der ersten Spalte. Die Definition besagt, wir sollen die Summe der Produkte der Elemente dieser ersten Spalte und ihrer Minore berechnen. Also nehmen wir Element 3 mal Minor von dieser Zahl. Der Minor von dieser Zahl, die sich anstelle 1, 1 befindet, dieser Minor, das ist minus 1 hoch 1 plus 1, mal diese kleine Determinante, die übrig bleibt, wenn man Zeile und Spalte streicht, in denen dieses Element sich befindet. Dann bleibt die kleine Determinante 8, 0, 5, 6 übrig. Jetzt plus, wir sollen ja die Summe dieser Produkte rechnen. Also plus, das nächste Element der ersten Spalte, das ist die 7, mal Minor von 7 und dann plus diese 4 mal Minor von 4. Und wenn wir das Ganze hier ausrechnen, dann finden wir 63. Jetzt machen wir eine ähnliche Rechnung, dieses Mal mit Zeile 2. Also genau dasselbe wie in der Definition angegeben. Wir wählen Zeile 2 und rechnen 7 mal Minor von 7 plus die 8 mal Minor von 8 plus die 0 mal Minor von 0. Diese Rechnung führt dann automatisch zur selben Zahl 63 wie da. Übrigens in dieser Rechnung war es sehr praktisch, dass da eine 0 steht. Dann brauchen wir diesen Minor gar nicht zu rechnen. Wir finden mit der ersten Spalte als Determinante 63 und mit der zweiten Zeile ebenfalls 63. Wir nehmen hier ohne Beweisführung an, dass die Determinante einer quadratischen Matrix unabhängig von der gewählten Reihe, das heißt Zeile oder Spalte, ist. Man kann das selbstverständlich allgemein beweisen für eine beliebige Determinante mit n Zeilen und n Spalten. Im Falle einer Matrix 3,3, 3 Zeilen, 3 Spalten, findet man durch Anwendung der Definition einer Determinanten die sogenannte Regel von Sarrus. Wenn wir diese Determinante berechnen, indem wir das mit einer beliebigen Zeile oder mit einer beliebigen Spalte machen, dann finden wir als Endantwort diese hier. Zuerst hat man das Produkt von diesen drei Zahlen. Ich kennzeichne es mal durch diesen blauen Pfeil. Wir rechnen zuerst die Zahl mal die, steht da. Dann plus das Produkt dieser drei Zahlen. In der Determinanten sind die zu finden, da, da und da. Hier durch diesen Bogen gekennzeichnet, also rechnen wir die Zahl mal die Zahl mal die und addieren dieses Produkt zum ersten Produkt. Es geht noch weiter, jetzt kommt noch plus die Zahl mal die. So und so gekennzeichnet. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kommen nämlich nochmal drei solche Produkte, aber dieses Mal mit einem Minus versehen. Jetzt kommt dieses Produkt mit Minus versehen,
das in der Determinanten so zu finden ist. Dann minus dieses Produkt, das in der Determinanten so zu finden ist. Und jetzt noch minus das letzte Produkt, das in der Determinanten so zu finden ist. Wir rechnen also durch diese sogenannte Regel von Sarrus diese Determinante aus durch die Zahl mal die plus die mal die mal die plus die mal die mal die. Dann minus, minus die mal die mal die minus die mal diese Zahl minus die mal diese Zahl. Ich mache diese Linien jetzt mal alle weg. So, jetzt schauen wir nochmal. Die Regel von Sarrus besagt, um diese Determinante zu rechnen, rechnen wir die mal die plus die mal diese da plus die mal die minus die mal die minus die mal diese Zahl minus die mal die. Man braucht sich die Linie nur so zu denken, dass jeweils in den Produkten drei Zahlen vorkommen. Und dann muss man eben behalten, so wird mit Plus gerechnet und so mit Minus. Es gibt einen anderen Trick, um sich diese Regel von Sarrus zu merken. Der besteht darin, neben der Determinanten hier die erste Spalte nochmal abzuschreiben und die zweite ebenfalls. Und dann kann man die Determinante schön so berechnen. Also neben der Determinanten haben wir die erste Spalte abgeschrieben, die zweite auch. Und jetzt rechnen wir einfach die Zahl mal die, plus die mal die mal die, plus die mal die, jetzt mit Minus, die mal die, minus die mal die, minus die mal die mal die. Das ist vielleicht so etwas einfacher, hat aber den Nachteil, dass man diese zwei Spalten nochmal abschreiben muss. Egal wie man es behält, auf jeden Fall kann man die Regel von Sarrus anwenden für eine Determinante 3,3 und nur für eine Determinante 3,3. Für eine 4,4, 5,5 und so weiter funktioniert das nicht mehr. Das geht nur für eine Determinante 3,3. Um also diese Determinante zu berechnen, rechnen wir 3 mal 8 mal 6, steht da, plus 7 mal 5 mal 1, steht da, plus 4 mal 0 mal 2, steht da. Wir freuen uns, wenn in der Determinante eine 0 steht. Und dann minus 1 mal 8 mal 4, steht da, minus 2 mal 7 mal 6, okay, minus 3 mal 5 mal 0. Da ist sie wieder, die 0. Diese Rechnung ergibt selbstverständlich wie eben 63. Bei einer Determinanten 4 auf 4, 5 auf 5 oder auch größer, n auf n, kann die Definition dieser Determinanten zu einer sehr aufwendigen Rechnung führen. Und dann ist es gut, wenn man gewisse Eigenschaften der Determinanten kennt, die eventuell das Berechnen der Determinanten sehr vereinfachen kann. Eigenschaft 1. Eine Determinante ändert das Vorzeichen, wenn man zwei parallele Reihen vertauscht, seltsamerweise. Schauen wir in einem Beispiel. Diese Determinante, wenn man die ausrechnet, findet man 30. Bei dieser Determinanten findet man minus 30. Von da nach da haben wir nur zweite Spalte und dritte Spalte vertauscht. Das heißt, die zweite Spalte wird zur dritten Spalte und die dritte Spalte wird zur zweiten Spalte. Wenn man zwei parallele Reihen vertauscht, dann ändert die Determinante ihr Vorzeichen. Wenn wir jetzt von dieser Determinante Zeile 2 mit Zeile 3 zum Beispiel vertauschen, dann ändert diese Determinante wieder das Vorzeichen. Also muss diese Determinante genau dieselbe sein wie die da oben. Eigenschaft 2.
Um eine Determinante mit einer Zahl zu multiplizieren, multipliziert man eine Reihe mit dieser Zahl. Also Vorsicht, es ist hier nicht wie bei einer Matrix. Um eine Matrix mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, muss man alle Elemente dieser Matrix mit dieser reellen Zahl multiplizieren. Bei einer Determinante ist das anders. Um eine Determinante mit einer reellen Zahl zu multiplizieren, multipliziert man entweder eine Zeile und nur eine mit dieser reellen Zahl oder eine Spalte und nur eine mit dieser reellen Zahl. Schauen wir in einem Beispiel. Wir haben hier wieder unsere Determinante von gerade. Wenn wir diese Determinante mit 2 multiplizieren, indem wir zum Beispiel die erste Spalte und nur die erste Spalte mit 2 multiplizieren, 2 mal 2 mal 4, 2 mal 5 mal 10, 2 mal 8 mal 16, und wenn wir dann diese Determinante berechnen, dann finden wir genau das Doppelte von dieser da. Diese Eigenschaft ist günstig, wenn man sie umgekehrt anwendet. Um diese Determinante zu berechnen, kann man eine 2 ausklammern. Das führt dann zu dieser Determinante, die doch einfacher zu berechnen ist als diese da. Ganz einfach, weil diese Zahlen kleiner geworden sind. Übrigens, um diese Determinante zu berechnen, könnte man durch die Spalte 2 noch eine 3 ausklammern und dann stünde hier 1, 2, 3. Dann ist die Determinante noch einfacher geworden. So kann also diese Eigenschaft die Berechnung einer Determinanten vereinfachen. Eigenschaft 3. Das ist eine kompliziertere. Wenn man zu einer Reihe, das heißt zu einer Zeile oder zu einer Spalte, eine Linearkombination der anderen parallelen Reihen addiert, so bleibt die Determinante unverändert. Schauen wir wieder in einem konkreten Beispiel. Wir nehmen nochmal die Determinante von eben und jetzt machen wir Folgendes. Wir ersetzen die erste Zeile durch erste Zeile minus 2 mal die zweite plus die dritte Zeile. Hier steht, man soll zu dieser ersten Zeile eine Linearkombination der anderen Zeilen addieren. Also zur ersten Zeile addieren wir minus 2 mal die zweite plus 1 mal die dritte. Machen wir das schon mal. 2 minus 2 mal 5 plus 8, das macht 0. 3 minus 2 mal 6 plus 9, das macht auch 0. Und 4 minus 2 mal 7 plus 0, das macht minus 10. Man kann sich das schön so notieren, der Übergang von da nach da ist mit einem Sternchen gekennzeichnet und dieser Stern bedeutet, die neue Zeile 1, ich habe sie hier mal beschrieben mit Z1', was natürlich nichts mit Ableitungen zu tun hat, absolut nichts, das hier ist einfach die neue Zeile 1, das ist die alte Zeile 1, minus 2 mal die Zeile 2 plus die Zeile 3. Das sollte immer so aussehen, die neue Zeile versehen mit der Nummer, das ist die alte Zeile versehen mit der Nummer, plus eine Linearkombination der anderen Zeilen. Mit Spalten würde man das genauso machen, die neue Spalte mit ihrer Nummer, das ist die alte Spalte mit ihrer Nummer, plus eine Linearkombination der anderen Spalten. Warum ist diese Eigenschaft jetzt so wichtig? Weil man durch diese Eigenschaft, wie hier, eventuell Nullen erzeugen kann und somit können wir diese Determinante viel einfacher berechnen anhand der Minore in der ersten Zeile. Denn diese Determinante muss genau dieselbe sein wie die durch diese Eigenschaft. Das können wir jetzt schnell berechnen. 0 mal Minor plus 0 mal Minor, das ist alles weg, minus 10 mal Minor. Und der Minor von minus 10, das ist minus 1 hoch 1 plus 3, also hoch 4, minus 1 hoch 4 macht 1, mal diese kleine Determinante, die übrig bleibt,
wenn man die Zeile und die Spalte streicht, in denen die minus 10 sich befindet. Also bleibt noch übrig 5 mal 9, das heißt 45, minus 8 mal 6, also minus 48. Und dieses Produkt ergibt dann wieder 30. Diese Determinante ist also effektiv unverändert, wenn man zu einer Reihe eine Linearkombination der parallelen Reihen addiert. Kommen wir zu einer wichtigen Konsequenz von dieser Eigenschaft. Die Determinante ändert das Vorzeichen, wenn man zwei parallele Reihen vertauscht. Aber wenn zwei parallele Reihen genau gleich sind wie in diesem Beispiel, die dritte Zeile ist genau dieselbe wie die erste. Wenn wir diese zwei Zeilen also vertauschen, muss die Determinante ihr Vorzeichen ändern. Aber wenn wir Zeile 1 mit Zeile 3 vertauschen, dann ändert die Determinante gar nicht, weil die Zeilen ja gleich sind. Also, diese Determinante ändert ihr Vorzeichen, wenn wir erste und dritte Zeile vertauschen, und gleichzeitig bleibt die Determinante gleich. Es gibt nur eine einzige Zahl, die gleich bleibt, wenn man ihr Vorzeichen ändert. Das ist die 0. Aus diesem Grund muss diese Determinante also 0 sein. Man könnte das auch schnell mit der dritten Eigenschaft machen. Wenn wir von der ersten Zeile die dritte abziehen, dann finden wir da 0, 0, 0. Und wenn wir dann die Determinante mit den Minoren berechnen, finden wir 0 mal Minor plus 0 mal Minor plus 0 mal Minor, also 0. Eine wichtige Konsequenz dieser dritten Eigenschaft, das ist diese hier. Wenn eine Reihe einer Determinante Linearkombination der parallelen Reihen ist, dann muss die Determinante 0 sein. Wieso? Deswegen. Schauen wir mal in diesem Beispiel die Determinante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diese Determinante muss 0 sein, denn zum Beispiel hier die Zeile 1 ist eine Linearkombination von Zeile 2 und Zeile 3. Denn die Zeile 1, das ist 2 mal die Zeile 2 minus die Zeile 3. Überprüfen wir das. Diese 1 ist dasselbe wie 2 mal 4 minus 7. 2 mal 4 macht 8, minus 7 macht 1. Die 2. 2 mal 5 macht 10, minus 8 macht 2. Geht. Jetzt die 3. 2 mal 6 macht 12, minus 9 macht 3. Also wenn man diese Determinante berechnet mit dieser Eigenschaft, das heißt, wenn wir von der ersten Zeile das Doppelte von der zweiten Zeile abziehen und dann die dritte Zeile addieren, dann finden wir da 0, 0, 0. Dann muss die Determinante also durch die Definition mit den Minoren gleich 0 sein. Man muss natürlich gut schauen, um solch eine Linearkombination zu erkennen. Hier haben wir also eine schöne Zusammenfassung dieser fünf Eigenschaften der Determinante. Übrigens, auch GeoGebra kann Determinanten berechnen. Zuerst öffnet man Ansicht das Algebra-Fenster und unter Ansicht auch das Tabellenfenster. Ich habe hier schon mal Matrizen eingegeben. Wir werden jetzt Folgendes machen. Aus dieser kleinen Tabelle hier erzeugen wir zuerst mal eine Matrix. Ich markiere diese Zellen. Durch einen Rechtsklick kann man dann erzeugen eine Matrix. Die steht dann sofort hier im Algebra-Fenster und heißt M1 wie Matrix 1. Durch einen Rechtsklick können wir diese Matrix umbenennen. Ich nenne sie zum Beispiel A. Okay, jetzt heißt diese Matrix A. Um die Determinante von dieser Matrix A zu berechnen, geben wir in der Eingabezeile einfach DET ein und sofort steht da Determinante von einer Matrix. Ich klicke auf dieses blaue Feld. Jetzt ist nur noch Matrix blau und ich ersetze dieses blaue Feld einfach durch den Buchstaben A. Jetzt tippen wir noch Enter und sofort erhalten wir hier die Determinante von dieser Matrix.
Ich habe auch hier eine Matrix 4,4 eingegeben. Ich markiere all diese Zahlen. Durch Rechtsklick können wir also eine Matrix erzeugen. Da ist sie auch schon. Ich mag diesen Namen M1 nicht so sehr, also benenne ich die Matrix einfach um. Ich nenne sie jetzt B. Okay. Und von dieser Matrix B suchen wir die Determinante. Übrigens, um die Determinante dieser Matrix zu berechnen, könnte man zur ersten Spalte die letzte addieren. Denn dann würde man hier erhalten minus 1 plus 1, dann käme da noch eine 0. Und dann hätte man in der dritten Zeile drei Nullen gefolgt von dieser 1. Dann könnte man diese Determinante schnell berechnen durch Anwendung der Minorenregel für die dritte Zeile. In GeoGebra geht es aber noch schneller. Wir tippen jetzt in der Eingabezeile DET für Determinante. Ich klicke auf diesen blauen Balken und ersetze das blaue Feld, das jetzt noch für Matrix übrig bleibt, durch B. Enter und zack, haben wir sofort die Determinante für diese Matrix erhalten. Das Ganze geht sogar per Taschenrechner. Ich halte hier mal den Taschenrechner ein. Ich habe hier die einzelnen Schritte notiert. Versuchen wir es. Menü. Also wir geben zuerst Menü ein. Dann wählen wir dieses vierte Feld für Matrizen. Also wählen wir 4. Oder wir fahren mit den Kursortasten hier einfach nach rechts bis zu diesem Feld. Okay, ist gemacht. Ich möchte hier eine Matrix A eingeben, also wählen wir die 1. Und jetzt fragt Casio, wie viele Zeilen? Ja, für A sind es 3, also tippen wir 3. Jetzt fragt Casio, wie viele Spalten? Es sind noch 3 Spalten. Okay. Und jetzt sollen wir die Matrix eingeben. Tun wir das? Wir sind im Moment hier angekommen, die Elemente der Matrix eingeben und jeweils mit der Enter-Taste bestätigen. Dann tun wir das. Wir geben diese Elemente ein, 3, Enter, jetzt steht die 3 an ihrem Platz, dann die 2, 2, Enter, dann 5, Enter, 6, Enter, 7, Enter. Man muss dem Taschenrechner die Matrix schon eingeben, die kann er ja nicht erraten. Wir sind aber gleich fertig. Ich habe noch die letzte Zahl eingegeben und bestätige diese Eingabe nochmal mit Enter. AIJ sind eingegeben. Jetzt können wir auswählen unter Optionen, was wir jetzt machen möchten. Also tippen wir auf diese Taste OPTN. Wir möchten hier eine Matrizenrechnung machen. Also wählen wir die 3 und was möchten wir mit dieser Matrix rechnen? Dazu haben wir jetzt wieder mehrere Optionen. Wir fahren hier mit der Kursortaste nach unten und sehen hier in Kategorie 2 Determinante. Also wählen wir die 2 und jetzt wovon soll er die Determinante berechnen? Ja, das können wir wieder unter Optionen auswählen. Hier steht die Matrix A, die wir eben eingegeben hatten. Also wählen wir da die 3. Jetzt steht hier Determinante der Matrix A. Man kann die Klammer schließen, muss man aber nicht unbedingt. Die Enter-Taste liefert sofort die Determinante von A, minus 156. Und das entspricht selbstverständlich der Determinanten, die GeoGebra eben gefunden hatte.